Danke an die Entwickler und Lurkit für den Key. Ausrufezeichen angespielt. Ich mach's einmal in den Chat. Für eine Website mit ganz vielen Links. Quasi Harvest Moon, Stardew Valley, sowas in der Art. Und es sah halt bei Herr Okami sehr, sehr knuffig aus. Oh, guck mal, diese Hühnchen. Ja, ich hätte dann gerne Katze, ne? Ich guck mal ganz kurz, ob ich noch Downloads anhab. Angespielt, der Nachfolger von Ungespielt. Ja, das ist richtig, Udo. Das ist richtig. So, sorry. No, Waschbär. Oh ja, bitte ein Waschbär. Wie ist denn so Sound? Hab ich Sound? Ich hab keinen Sound. Habt ihr Sound? Oh, ich hab. Ja, Ich habe ja auch ausgestellt, dass ich Sound habe, ich Dulli. Ich höre Vogelgezwitscher, perfekt. Sorry. Höfliche Wölfe im Sinne von, sie sind auf dem Hof oder im Sinne von, sie sind nett. Moment. Ich muss sogar kurz. Polite Wolves, okay. Im Sinne von nett. Laufen, umschalten, keine Ahnung. Wir lassen das erstmal alles so, wie es ist. Nicht aggro. Ja, doch, wir machen mal Chili Chill. Karte von oben im Schweinelabyrinth. Minikarte, Schloss Nord. Also, dass die Minimap quasi auf Norden gesperrt ist, das finde ich gut. Wir machen das mal so. Das hört sich gut an. Das sieht auch gut aus. 1 zu 1 Übersetzungen. Oh, geil. Player-Nickname. Geil. Let's go. Kann ich irgendwo. Okay, dann bin ich halt ein Kerl. Theoretisch. Ich hab Ohren. Möglichst, also ein bisschen große Ohren, damit ich euch auch höre. So, ich habe leider keine Pappnase im Gesicht, aber so ist, glaube ich, okay. Oh Gott. Das sieht ein bisschen gelblich und ungesund aus. Also. Ich will auf jeden Fall eine coole Haarfarbe so. Ich glaube, es gibt Musik, aber sie ist relativ leise im Vergleich zu dem Plop, Plop, Plop. Nehmen wir mal das hier. Und dann möchte ich bitte braune Augen haben, weil ich mag braune Augen. Und dann nehmen wir. Was nehmen wir denn? Viel Spaß im Block, Udo. Kann ich mir ein Bart machen? Kann ich ein Bart? Ich will Bart. Das ist. Das, nein, das ist kein Bart. Okay. Sad life. Nehme ich. Player-Nickname. Da. Das habe ich gesucht. Kitty. Ich weiß, wie ich meinen Namen schreibe. Ja, das nehmen wir doch erstmal so, würde ich sagen. Du kannst dort Beete anlegen. Kann ich auch rote Beete anlegen? Kann die Fliege bitte nicht in mein Gesicht fliegen? Das wäre sehr schön. Ah, da wären wir. Schon? Hier gibt es nichts als Bäume. Aber treib es nicht. Hinter diesem Hügel stehen die Scheune und das Haus der Großeltern. Genau, wir machen quasi Schulferien bei den Großeltern. Hallo Nanami, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Und hier leben Käfer und Metterschlinge. Oh. Komm schon, zieh dich so ein Gesicht. Ciao, Großmutter möchte uns begrüßen. Hallo, mein Liebes. Morgen, Mama. Morgen, Großmutter. Ah, warum ziehst du so ein Gesicht?
Freust du dich nicht auf die Ferien? Ja, aber ich hatte gehofft, Mama und Papa würden auch mitkommen. Das hatte ich auch gehofft. Aber leider müssen wir arbeiten. Ja, erstmal das Kind zu den Eltern abschieben, zu den Großeltern. Komm schon, freu dich doch. Hier gibt es so viele spannende Aktivitäten auf dem Bauernhof, dass du deine Sorgen schnell vergessen wirst. Apropos bevorstehende Aktivitäten. Der Bauernhof sieht anders aus als in meiner Erinnerung. Du meinst die Überwucherung und der kaputte Zaun? Und Flaschen und Zeitungen? Und was ist mit dem Hühnerstall und dem Baumhaus passiert? Nun, es war kein leichtes Jahr. Hauptsächlich für unseren Bauernhof, weil Großvater und ich bei einem längeren Aufenthalt im Sanatorium viel Freude hatten. Sanatorium ist Krankenhaus, oder? Ja, da ist der Bauernhof während unserer Abwesenheit etwas heruntergekommen. Anscheinend hat da sogar jemand eine Party geschmissen, als wir verreist waren. Diese Jugend von heute, ganz schlimm. Es ist ein einziges Chaos und einige Tiere sind weggelaufen. Mit deiner Hilfe werden wir das in 0, nichts hinbekommen, oder Schatz? Mama, kann ich bitte nach Hause und Diablo 4 spielen? Nun, ich bin mir nicht sicher. Aber ich liebe es. Ein wenig Arbeiten an der frischen Luft hat noch keinem geschadet. Vielleicht hast du recht. Mama, ich bin mir sicher, du wirst viel Spaß haben. Auf dem Bauernhof leben Kühe und Hühner. Zumindest war das früher so. Und mit deiner Hilfe wird es wieder so wie früher. Nun. Oh, schau mal, wie spät es schon wieder ist. Ah, Fliege, geh bitte weg. Ich muss jetzt los, sonst komme ich zu spät zur Arbeit. Tschüss, Schätzchen, viel Spaß. Tschüss, Mama. Tschüss, grüß unseren Tom herzlich von uns. Oh ja, natürlich. Vielleicht kann er uns beim nächsten Mal begleiten. Wer ist Tom? Ich bin mir sicher, das würde ihm sehr gefallen. Wo ist Katze? Wo ist Hund? Wo kann ich süße Tiere streicheln? Okay, let's go. Ich habe keine Ahnung von irgendwas. Ah, jetzt haben wir auch Musik. Dann bitte einmal Feedback, ob der Sound so fein für euch ist. Ach so, X ist auf der PlayStation übrigens unten. Pizza, let's go. Geil. Alles ist so grün und riecht nach Gras. Gras? Gras. Ich bin aus der Stadt, ich kenne nur das andere Gras. Ich sollte mich mit Großvater unterhalten, bevor mich die Karotten anknabbern. Wie funktioniert die Minimap? Ah, da unten ist die Minimap. Sie zeigt die wichtigsten Figuren und Orte an, zum Beispiel die Großeltern. Gelbe und orangefarbene Markierungen. Da gibt es Aufgaben oder Dialog. Tutorials kann ich wiederholen. Okay. Oh, ich bin am Weg. Ich bin am Weg. Synchron, nein, ich lese vor. Ich glaube. Haben wir Chat? Ja, dann machen wir das hier auf der Szene. Das ist eine neue Aufgabe. Suche deinen Großvater. Es ist halt schon irgendwie cute gemacht vom Design her. Ich spiele sowas in der Regel eher in 2D. Mein letztes 3D-Spiel derart war, lass mich nicht lügen, Back to Nature? Also Harvest Moon, davon ist ja. Oh! Yes. Nee, heute ist Donnerstag. Vorgestern das Remake erschienen? Ich habe eine Axt gefunden. Mit der Axt kannst du Holz hacken und Dinge zerkleinern. Dann kann ich auch Holz sammeln. Wenn das Holz nicht vom Baum fällt, nachdem du ihn getroffen hast, musst du ihn irgendwann komplett fallen. Nach 3 Tagen erholt sich der Baum. Okay, alles respawnt. Ich verstehe Dinge. Es hilft halt, dass ich die Spiele. Also, von den Entwicklern habe ich jetzt noch nichts gespielt, aber es hilft halt. Ausdauer. Ausdaueranzeige. Ach so, der Kreis da. Ich verstehe. Ach da. Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Entschuldigung, ich musste gerade L2 suchen. Ich nehme hier schon mal ein bisschen Unrat mit. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ich glaube, da sind Apfelbäume. Ist das eine Katze? Oh mein Gott, guck mal, das ist eine süße Katze. Ich will dich petten, ich will dich lieben, ich will dich süß finden. Komm her, ich will dich süß finden. So sollte man übrigens niemals auf eine Katze zurennen. Oh, guck mal, das ist ein dicker Garfield. Bitte so süß. Ich bin nicht dick. Cute. Lauf! Lauf, Forrest, lauf! Aber. Hallo, Großvater. Hallo, warum ziehst du so ein Gesicht? Freust du dich nicht über deine Ferien? Orange Erbsenschleife. Okay, cool. Ich freue mich, aber Mama und Papa sollten auch hier sein. Nun, leider müssen sie arbeiten. Aber ich garantiere dir, dass du in guter Gesellschaft bist. Wenn du das sagst. Ich habe einen Vorschlag.
Ich habe gehört, der fahrende Händler handelt auch mit streunenden Tieren. Wenn du mir einige Aufgaben auf dem Bauernhof abnimmst, werde ich ihn aufsuchen und schauen, ob er in letzter Zeit süße Hunde aufgenommen hat. Zeig, dass du dich um die Tiere kümmern kannst und vielleicht überlässt ihr dir dann einen süßen Hund. Repariere zuerst den alten Hühnerstall. Dafür brauchst du einen Hammer und eine Axt. Hammer Time! Oh, ich habe schon Zeug bekommen. Sehr gut. Süße Katze! Hühnerstall, Hühnerstall. Wir erkunden erstmal. Welcher Spieler macht schon das, was er soll? Das ist ja Quatsch. Tomaten! Oder sind das Erdbeeren? Sieht tomatig aus. Ja, da oben steht ja auch tomatig, Blindfisch. Tomaten! Holz, 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 Holz. Fällt das unter Hühnerstall? Ich glaube, wenn ich gerade nichts sage, dann hört ihr das Tatütata nicht. Okay, das ist Ausdauer. Es ist definitiv ein Garfield, also auch optisch. Ah, hier ist eine, ein Sägetisch. Warte, wollte ich den einstecken? Ich will den bestimmt einstecken. Genauso wie die Bretter hier. Einfach alles in die Hosentasche. Man weiß ja nie, wann man es mal braucht, ne? Das hier schon der Hühnerstall? Das sieht ein bisschen... Das sieht nicht nach Hühnerstall aus. Hier ist ein Lager. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Mein Inventar ist... Ach so, vielleicht nehmen wir das große orange Feld auf der Karte. Das könnte vielleicht meine aktuelle Quest sein. Ich muss mich erstmal einfinden hier. Kann ich hier irgendwie durch? Perfekt. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, dass ich das alles aufhebe und mir einstecke, aber wird schon passen. Vielleicht ist das ein Hühnerstall. Guck mal hier. Das sieht doch sehr hühnerig aus. Dann sammeln wir mal die ganzen Bretter hier ein, räumen noch ein bisschen auf, wie sich das gehört. Im Zweifelsfall kann man alles zu Geld machen, zum Beispiel lecker Pfand. 15 Holz. Wo habe ich denn ein Inventar? Da oben vielleicht einfacher. Dann gönne ich mir einfach mal. Wo du den ganzen Stall in die Tasche steckst. Ach du. Ich warte auch drauf, Etemon. Ich würde es mir zutrauen. Ja, kleiner Timmy, kannst du mal bitte mehr Ausdauer haben? Ja? Noob. Wie viel Holz haben wir jetzt? 8. Hier kann ich springen. Da, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Sehr gut. Ich würde das noch raus. Gute Nacht, Schmünkel. Guten Appetit, Schmünkung. Ich kann reden. Manchmal. Ah, ich habe mein Inventar gefunden, übrigens. Ich habe 15 Holz. Und hier habe ich mein... Okay, ich komme so langsam ein bisschen rein. Tok, 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 tok. Ey, Iltimon, ich könnte es sogar machen so. Aber ich glaube, das wäre keine gute Idee. Vielleicht war das auch schon eine schlechte Idee, dass ich den ganzen Kram gemobst habe. Wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Ich kann dann doch bestimmt... vielleicht sollte ich ein bisschen mehr von dem Krempel hier stehen lassen. So. Nur eine Idee. Eine Bienenfamilie? Ich bin mir nicht sicher. Ich will ja immer möglichst wenig vorher wissen. Kann ich das irgendwie... Wie habe ich das jetzt gemacht?
Ich habe das gerade irgendwie. Ah, mit X. Okay. Wir räumen einfach mal ein bisschen auf. Das könnte man noch brauchen und den Rest nicht so wirklich. Wobei die Bretter würde ich mir gerne noch mal einstecken. Hallo? Wie, please? So ein Bienending fände ich schon super. Und ein Hund. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass gerade der Hund sich nachher nützlich macht. Wieso hast du so ein Ding über deinem Kopf? Komm mal her. Hier, komm mal her. Jetzt. Also ich kann dich streicheln und dann lernst du vielleicht noch irgendwas, ha? Huh? Wir werden sehen. Vielleicht stelle ich weniger Unfug mal an. Oh, Schatz, wie ich sehe, machst du dich schon fertig zum Schlafen. Bitte zieh das an, bevor du ins Bett gehst. Damit schläfst du bestimmt besser. Nein, das hatte ich nicht vor. Und noch keine ungebetenen Gäste in dein Bett. Rasselnde Kakerlaken unter dem Kopfkissen zu haben, ist wirklich keine Freude. Ich wollte. Okay. Dann gehe ich halt um 13 Uhr ins Bett. Ich bin angestrengt und müde von der Schule. Die Großeltern sind nicht mehr Jüngsten, arbeiten weiterhin auf dem Bauerndorf. Sie geben mir jeden Morgen verschiedenste Dinge. Hängt davon ab, was ich selber gemacht habe. Okay. Ich kann jederzeit ins Bett gehen, zum Schlafen und für Beschleunigung. Ich kann auch im Zelt schlafen. Okay, aber dann werden auch Tiere und so hungrig. Am helllichten Tag. Ach, so ein Nickerchen. Unter dem Haus stehen Obstbäume. Warum haben wir nicht mehr angepflanzt? Das ist ein alter Obstgarten, Schatz. Früher war er viel größer und brachte so viel Obst hervor, dass wir es zum Verkauf in die Stadt gebracht haben. Leider sind die meisten Bäume durch Altersschwäche und Wassermangel eingegangen. Wenn du willst, kannst du dem Obstgarten seinen alten Glanz zurückgeben. Beschneide zuerst die alten Bäume. Im Tal wirst du sicherlich wilde, junge Obstbäume finden. Du kannst sie mit einer Schaufel ausgraben und in den Obstgarten pflanzen. Mit einer Schaufel kann man auch. Moment. Lassen wir das. Orangefarbene Kreise auf der Minimap zeigen mir ungefähr grob, wo was ist. Okay, das habe ich verstanden. Das haben wir ja eben auch gemacht. Ich mache das erstmal lieber so nach und nach. Das sieht sehr obstbäumig aus. Fälle alte Bäume. Ich soll die. Also, fällen ist jetzt richtig, ja? Ich bin zwar auf dem Kuhdorf aufgewachsen, aber ich habe definitiv keine Ahnung, was. was um Bäume beschneiden ist, okay? Ich glaube, ich brauche eine Schaufel. Nutzpflanzen sammeln, das mache ich gerne. Wir leveln, looten und leveln einfach mal ein wenig. Das schadet ja auch nicht. Guck mal, hier ist eine Schaufel. Tu mal her. Wo war jetzt mein Inventar? Hier. Die Beeren muss ich noch aufnehmen. Ja. Danke. Ah, das wollte ich nicht. Das ist okay. Moment. Moment, ich pack die einfach. Ich war das nicht, das war schon so. Bisschen Verschnitt ist immer, ja. Die waren nicht ganz, also die waren nicht richtig ausgerichtet. Ja. So, wo ist jetzt der Baum, den ich eben abgerissen habe? Ich kenne mich auch. Oh, hier ist noch ein Ding. Bin ich jetzt bescheuert? Also ich meine, ja, natürlich bin ich das, aber. Scheinbar bin ich neuerdings auch noch blind.
Wir nehmen einfach den hier. Kein Problem. Taucht schon wieder auf. Bam, 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 bam. Oh, keine Ausdauer. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Das mit der Ausdauer ist ein bisschen blöd. Aber das kriegen wir hin. Wir warten einfach kurz. Wie lange fühlt sich der Balken da noch auf? Okay, er ist fertig. So, jetzt würde ich das gerne mal probieren. Wieso ist das jetzt eine 1 von 5? Was? Die Quest verwirrt mich. Okay, ich grab einfach weiter Sachen aus. Das ist anscheinend das, was die gerade wollen. Cool. Wir bauen einfach mal hier ein bisschen um. Wir dekorieren mal kurz ein bisschen, ja? Pass mal auf, das sieht hier ja nicht okay aus. Ach so, vielleicht einfach mal die kaputten Sachen ausgraben. Ja, ich bin doch ein Dulli-Spiel. Ich verstehe sowas doch nicht. Wenn man es mir nicht ins Gesicht hält, weiß ich doch nicht, was ich machen muss. Ich wollte nur nur die Büsche ein bisschen anders anrichten. Das sah nicht schön aus. Also, ne? Aber das sind doch dann... Woher soll ich wissen, dass das... Also, dass das tote Bäume sind, okay. Aber woher soll ich wissen, dass das mal Obstbäume waren? Ja, ich kenne mich doch nicht aus. Ich bin doch Landei, das in die Stadt gezogen ist seit... lass mich nicht lügen. 7 Jahren. 2016 bin ich hergezogen. Ich kenne mich doch mit nix aus, ja? Ich weiß, wie Hühner und Kühe aussehen, ja? Aber ich bin mittlerweile wie so ein verkappter Städter, der noch nie einen Bauernhof gesehen hat. Wobei, doch, einmal habe ich einen Bauernhof gesehen. Oder zweimal. Als mein Bruder seinen Kater bekommen hat. Mein Kater hat seinen Bruder bekommen. Dann der, hä? Kann ich was anderes machen? Ich mag die Bäume gerade nicht. Der hat seine Katze vom Bauernhof so. Ich guck mich mal ein bisschen weiter um. Blubblub. Hallo Iggy. Wir gucken uns gerade noch mal Everdream Valley an. Für so ein Stündchen auf 2. Ah, guck mal, ich kann angeln. Ich kann mit der Katze spielen. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ich habe meine Aufgabe. Aus dem Weg. Ah, guck mal hier. Ja, guck mal hier. Hüpfel. Mach noch mal Hüpfel. Hüpfel, Hüpfel, Hüpfel. Ja, komm, dicker Garfield, spreck ein bisschen. Dicker Garfield. Oh. Okay. Wir haben keine Ahnung, was wir tun, Iggy. Also alles wie immer. Wie geht's dir? Oh. Wollte ich das? Ich wollte eigentlich auf den Busch hier, aber... Oh, okay. Egal. Unser Garten muss schöner werden. Blablabla. Also wir sind auf dem Bauernhof von unseren Großeltern, weil unsere Eltern arbeiten und keinen Bock haben. Enten! Oh, ich will Enten haben! Wo ist der Tierhändler, von dem Opa gesprochen hat? Ich will jetzt sofort meine süßen Enten. Nicht so ein Farming spielen. Ich will alle Tiere haben. Oder zumindest alle, die ich süß finde. Es ist definitiv was anderes als Stardew Valley. Und sich mit Stardew Valley zu messen, ist immer schwer. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 300... Also auf Steam 300 Stunden. Auf Android 100 Stunden... Nee, 50 Stunden.
Ich müsste so 400 bis 500 Stunden Stardew Valley gespielt haben über drei Systeme. Vielleicht. Also, ich kann das erklären. Und vielleicht würde ich es auch noch mal auf PS4 spielen, PS5 spielen. Der Hühnerstall ist repariert. Ja, gut gemacht. Ich habe noch eine weitere Aufgabe. Such die Hühner, die im Hühnerstall gelebt haben. Was? Letzte Nacht ist etwas auf dem Bauernhof eingedrungen. Oh, hat die Hühner erschreckt und ihre Behausung zerstört. Wahrscheinlich haben sie sich im Gebüsch in der Nähe des Bauernhofs versteckt. Du kannst ein Holzschwert für die Büsche und das Gras benutzen. Ist dies Zelda? Nimm auch diese Latzhose. Sie gehörte deinem Vater. Mit ihr lässt es sich besser im Gebüsch herumkriechen. Wenn du ein Huhn findest, fange es und bring es zurück zum Hühnerstall. Ich bin voll im Gesicht von dem. Das ist okay. Und treib es einfach in die Nähe vom Hühnerstall. Schieb mich mal ein bisschen höher. Moment. Cam only links ist die Szene. Hui! So. genau. Hilfe auf dem Bauernhof. Bitte, Großmutter. Bitte, Großmutter. Ich habe einige Dinge gesammelt, die du benutzen kannst. Apfel! Apfel, 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 Apfel. So, hier war mein Inventar. Nee. Hat er nicht was von dem... Ach, da ist mein Schwert. Ich habe ein Schwert. Ich kann jetzt alle verkloppen von euch, die nicht lieb zu mir sind, ja? Bin ich auch ein bisschen gehypt auf Roots of Pacha vielleicht? Vielleicht habe ich das auch schon ein bisschen gesuchtet, ja? Hinten sind meine Marker. Da laufen wir mal hin. Guck mal, da ist ja schon was. Sind das jetzt die Hühner? Müsste ja die Hühner sein, ne? Bam. Oh, ich hab Gras. Geil. Guck mal, da ist ein Hühnchen. Die perfekte Fuchsfalle. Man tut Pfeffer in weißen Luftballonbläschen auf, bastelt Draht, einen groben Hühnerumriss und klebt Federn drauf. Dann muss der Fuchs niesen, wenn er reinbeißt. Aber Pfeffer ist doch toll. Hm, was für ein merkwürdiger Stein. Keine Zeit. Hütchen. Oh, du siehst aus wie ein Harvest Moon. Das ist ja so süß. Wieso bleibst du hier? Hast du mich gerade dizzy gemacht? Oh, es geht mir nicht gut. Vielleicht kann mir meine Großmutter helfen. Ey, wie aggressiv bist du bitte, du kleiner Quaker? Fräulein? Ich bin als Kind so abgefahren auf Füchse, ne? Ich fand, Füchse waren für mich das Geilste. Wir hatten so ein Bilderbuch von einem Fuchs. So? Okay. Zählt das? Ja, das zählt. Perfekt. Wo ist jetzt diese Agro-Ente? Ich hau dir auf den Kopf. Habanero-Pulver? Oh Gott, das ist scharf. Währenddessen lauert man in den Büschen und zündet über das gebliebene Feuerwerk. Oh oh. Iggy ist ein Zündler. Ja, ja. Hm. Ach nee, das ist hier die andere Quest. Ach, Obstbäume sind was für Nups. Ich habe Orientierung. Ich guck nur, ob ihr gerade aufpasst. Gibt's irgendwie eine Map oder so? Ja, guck mal. Also da ist... Da ist jetzt mein Huhn. Dann gehen wir mal da hinten hin. Hallo Seppo, wie geht's dir? Peterson und Findus? Ja, aber. Ich mag das mit der Ausdauer nicht. Mecker-Kitty. Ich kann gerade nicht gießen, ich bin hier beschäftigt, ja? Das klingt wie etwas sehr Altes, Iggy, aber wir sind ja auch sehr alt. Endlich Feierabend. Yay! Wir müssen noch diese komische Gans finden und uns rächen. Die hat mir voll auf den Kopf gehauen. Ich hau dir gleich auch auf den Kopf. Oder Ente oder was auch immer. Ich lebe seit 7 Jahren in der Stadt. Ich weiß nicht mehr, wie die ganzen Viecher heißen, okay? Bei Fußhütchen. Oh, ich bin froh, wenn morgen Wochenende ist. Ich bin damit aufgewachsen. Ich bin, hallo Katsche, aufgewachsen mit, oh Gott, kennt ihr noch diese typisch deutschen Märchen? Mit
Struwwelpeter und so, wovon man Albträume kriegt. Wo du zum Beispiel so einen Charakter hast, der sich am Daumen lutscht und zur Strafe wird dem der Finger abgeschnitten. Irgendwie so, solche Geschichten waren das. Ich glaube, die liest man heute auch nicht mehr. Hoffe ich zumindest. Also, hätte ich Kinder, würde ich die nicht den Struwwelpeter und Konsorten vorlesen. Da kriegt man ja Albträume von. Also, ich fand es als Kind sehr gruselig. Rotkäppchen. Ja! Das geht ja noch, wenn du die geschönten Varianten liest. Also, jedem das sein. Ich will es nicht verurteilen, aber ich fand es als Kind super gruselig. Hallo? Oh, Schatz, was ist passiert? Ich muss von einem Insekt gestochen oder eine Gans gebissen haben. Oh, die olle Gans. Okay, kein Grund zur Panik. Wir werden das sofort behandeln. Bitte nimm diese Kompresse und leg sie auf die Wunde. Ich habe leider keine weiteren davon. Aber dieses Rezept, damit kannst du beim nächsten Mal selbst welche herstellen. Wenn du die Zutaten nicht findest, kannst du auch nachsehen, ob der Händler Pflaster auf Lager hat. Okay. Muss ich die noch benutzen? Ja. Kann ich das auch einfach... Okay, ich kann es auch einfach so verwenden. Perfekt. Loten und leveln! Macht euren Job, Großeltern! Wofür werdet ihr bezahlt? Ich bin hier, um Spaß zu haben. Ich hole gleich meine Playstation. Wenn wir bei der Oma übernachtet haben. Ich hatte die immer bei meinen Eltern. Ich glaube auch bei meiner Tante. Ich brauche mal kurz die Karte. Hier sind ja die komischen Bäume, ne? Wo sind meine Hühnchen? Wo Hühner? Was sind die weißen Markierungen? Das habe ich noch nicht ganz durchschaut. Später hatte ich eine echte Märchenphase mal, als ich... Wie alt war ich da? 12 oder so? Aber halt die Happy End Version. Hallo Oma, tschüss Oma, ich muss hier mal kurz durch. Was ist das? Was ist das? Das ist der Händler. Gib mir einen süßen Hund. Oh, ich will einen süßen Hund. Hallo, was kann ich für dich tun? Gegenstände kaufen und verkaufen. Manchmal hat der Händler auch Aufgaben. Deine Gegenstände. Ja, aber ich will einen Hund kaufen, so. Okay. Simsalagrim. Kann ich mich daran erinnern? Seppo, hast du ein paar mehr Stichworte? Finde ich auch. Irgendwie klingelt da was, aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Ja, ich suche das Huhn gerade. Guck mal, das Hühnchen? Hühnchen! Und ich suche immer noch die Gans, damit ich dir auf den Kopf hauen kann mit meiner Schaufel. Auf Super RTL ein Zeichentrick. Ich glaube, da war was. Ich glaube, ja. Wie alt bist du, Seppo? Bist du so alt wie wir? Ich weiß, dass du studierst. Und wenn du in einem durchschnittlichen Studentenalter bist, könntest du ein bisschen jünger als ich sein. FF16 fast 100%. Ja, Bayer, da hast du irgendwie mit deiner Freizeit was anderes gemacht? Das war jetzt nicht mal böse gemeint, okay? Buch mit den zwei Viechern. Ich glaube, ja. Okay, was ist das für ein Marker und was will der mir sagen? Oh, Bienenstöcke! Ich habe die Bienenstöcke gefunden, Guys! Es gibt Bienen! Geil! Sag mal, Katze, bist du eine kleine Stalkerin? 26 ist der junge Herr. Da fühle ich mich ja schon fast alt mit meinen fast 32. Kann ich... Ich habe... Es ist jetzt fast Juli. Ich habe am 4. September Geburtstag. Da kann ich doch sagen, ich bin fast 32. Arztbesuche wurde... Ja, Schummigung, Bayern, ich wollte dich kecken, ja. Weißt du, wie viel Tears of the Kingdom ich in meiner Urlaubswoche gespielt habe? Antwort, sehr viel. Ich glaube, also die Switch sagt einem ja erst so nach anderthalb Wochen die Spielzeit, aber ich glaube, ich habe so 50 Stunden in einer Woche gespielt.
an, hier kann ich einen Brunnen reparieren. Ich mach das einfach mal, ne? Ich will einen Brunnen haben, okay? Aber wo ist jetzt dieses Hühnchen, ey? 3 Stunden später, Kitty sucht immer noch das eine Huhn. Hühnchen! Vielleicht bezieht sich der Marker ja auch auf ein Huhn, das hier hinten irgendwo rumläuft, so. Bock, 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 bock. Das ist kein Huhn, das ist ein Pfifferling. Sammelt niemals Pilze, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut. Also, sammeln könnt ihr die schon, aber vielleicht nicht essen. Da haben sich Leute schon durchaus mal vergiftet. Ich habe das Hühnchen gefunden. Es war direkt um die Ecke. Wow, sehr gut. Fräulein, komm mal her. Fräulein, bleib stehen. Fräulein, hier geblieben. Ja? Hallo Garfield. Mach mal deinen Job, Garfield. Hütchen! Wupp, wupp! Ah, wir können Hühnchen streiten. Ja, guck mal, hallo hier. Ich nehme mal an, Bayern hat gerade ganz viel mit seinem Hals zu tun. Also, das hatte er ja schon geschrieben, deswegen weiß ich, dass ich das hier sagen kann. Drücken wir die Däumchen, dass Bayern bald, ja, sehr gut. Ich wollte eigentlich mein Achievement angucken, aber ich habe mich halt verdrückt. Ey, die Hühner sehen voll aus, als wären sie direkt aus Harvest Moon, ja? pflanze neue Obstbäume. Ja, ich sag Bescheid, wenn ich welche hab. Hühner. Alle Hühner sind wieder zu Hause. So, ich glaube, du bist bereit für einen Hund. Yes! Tiere? Ich lese jetzt einfach nicht mal alle Quests vor, aber wenn Story ist, mache ich das gerne. Es geht um kleine... Genau, es geht darum, wie oft legen Hühner Eier, Kühe geben Milch und so weiter. Und es gibt einen Tieratlas beim Händler. Und dann gibt es im Tal noch einen merkwürdigen Stein mit X. Und die gibt es halt überall verteilt. Die darf ich mit einem Spaten vergraben und darunter ist Stuff. Okay, das wollte ich wissen. Wir brauchen jetzt sofort... Ich gehe mal meinen anderen Krempel holen zum Verkaufen, dann kaufen wir uns einen Huhn. Einen Huhn? Einen Hund. Hund, Hühn, das ist ja quasi das Gleiche, ne? Man kann beides streicheln. Vielleicht verkaufe ich nicht alles. Die Gießkanne würde ich halt behalten. Die Pflaster auch. Aber den Rest können wir, glaube ich, verkaufen. So. Das ist Schrott. Ja, ich würde mal sagen, wir verkaufen den Rest. Wird schon schief gehen. Hundi Hund. Hundi Huhn. So, wo ist jetzt der Händler gewesen? Da hinten, links von mir quasi. Zum Glück haben die meisten Spiele mittlerweile eine Minimap und eine Karte. Also auch eine Karte, wo du siehst, wo du gerade bist. Ich denke, wenn irgendwann das Gothic Remake kommt, dann wird das auch da der Fall sein. Auch wenn manchen Gothic-Fans das nicht schmecken wird, weil Veränderungen sind doof. Menschen mögen keine Veränderungen. Also im Laden sind astronomisch. Genau. TLDA ist, der hat halt keine Konkurrenz. Und ich muss Nutzpflanzen verkaufen. Okay. Das macht Sinn. Ich finde das mit der Ausdauer, klar, das ist so ein Standard-Feature, aber das hätten sie ein bisschen großzügiger lösen können. Immerhin lädt es sich halt wieder auf, so. So. Vierbeiniger Freund. Hallo Kumpel. Was führt dich in meine bescheidene Behausung? Großvater erzählte mir, dass du streunende Hunde rettest. Und dass ich einen von ihnen mitnehmen darf. Ich habe tatsächlich mit deinem Großvater gesprochen. Er hat mir berichtet, dass er einen neuen Helfer auf dem Bauernhof hat. Aber er hat nicht erwähnt, dass diese Person so jung ist. Oh, er hat mich jung genannt. Oh. Bist du sicher, dass du die Verantwortung für ein Lebewesen übernehmen kannst? Vergiss nicht, dass Hunde Gesellschaft lieben. Das stimmt. Du
Du musst viel mit ihm üben und vor ihm da sein. Ich brauche auch jemanden, der für mich da ist. Und ich verspreche dir, dass ich mich wirklich gut um den Hund kümmern werde. Wir haben Hühner auf dem Bauernhof und bisher läuft es wirklich gut. Hühner, sagst du? Aber der Hund ist etwas größer. Hm, vielleicht bekommst du es doch hin. Hühner können sehr stur sein. Nun, du kannst dich um einen meiner Welpen kümmern. Schau gelegentlich vorbei, um nach ihm zu sehen. Danke. Alter, bitte nicht. Oh, ich liebe Shiba Inus. Oh mein Gott. Oh. Akita. Akita sieht sehr ähnlich aus gegenüber. Das sind die Rassen, ne? Neufundländer. Oh, Bernardina. Wisst ihr, wie groß Bernardina werden? Und Bernasen? Die werden größer als ich. Okay, das ist nicht schwer. Großer Schweizer Sennenhund. Deutscher Schäferhund. Malamut. Oh, ich will ein Shiba Inu. Ja. Also, klassischer Take, ja? Sie kann sich nicht wehren, sie ist nicht da. Ich meine, was? Torgal. Okay. Noch bessere Idee. Machen wir ein bisschen FF16-Hype. Torgal. Brauchst das Stein. Du süßer Hund. Da ist süßer Hund. Bleib stehen, süßer Hund. Ich muss dich petten. Aus dem Weg. Ich habe eine Mission. Aus dem Weg, ihr Geringverdiener. Das ist eine Katze. Nee, das ist ein Shiba Inu. Ich dachte von hinten, das wäre meine Katze. Entschuldigung. Hallo, ja? Der ist größer als ich. Du Torgal, du bist ein sehr großer Shiba Inu. Oder ich ein sehr kleines Kind. Das ist okay. Na, guck mal. Er mag mich. Er rennt mir hinterher. Das ist ja fast wie bei meiner Katze. Die benimmt sich eh wie ein halber Hund. So, ich wollte eigentlich noch mal zum Händler. Ich war vielleicht abgelenkt vom Hund, okay? Ich merke, als ich bei Herrn Okami zugeguckt habe, der hatte schon ein bisschen mehr Spielzeit drin. Also der wusste ein bisschen mehr, was er tat. Also, mehr als ich Bescheid zu wissen, ist jetzt nicht so schwer. Also es geht um Stardew Valley. Wir verkaufen einfach mal ganz viel Stuff. Einmal die Auberginen. Dann unsere Birkenpilze, die Dosen auf jeden Fall. Die Karotten, die leeren Flaschen, die leere Milchkanne, die Pfifferlinge. Rote Paprika, rote Äpfel. Ich könnte die übrige Axt, die übrige Schaufel verkaufen. Den Stock brauche ich für den Hund. Die Tomaten können weg, die vertrockneten Büsche und die Zeitungen auch. Und damit haben wir 619.000 gemacht. The fuck? Okay. Kein Problem, Spiel. Kein Problem. Das erklärt auch, warum Pflaster 20.000 kosten. Was für eine Inflation geht hier bitte ab? Ist dies 2024? Im Tieratlas findest du eine Liste der Bauernhoftiere und Beschreibungen. Klassen 1, 2 und 3. Okay. Ich verstehe Dinge. So, habe ich irgendwie Tagebucheinträge? Tutorial? Gelaufene Meter, 2345. Das sind ganz viele Schritte auf unserer Fitnessuhr, die ich gerade nicht trage. Aber ich habe eine. Kämpfe gegen Gänse gewonnen. Verloren habe ich schon mal einen, ja? Ich wollte eigentlich was anderes. Oh, der Froschanzug. Geil. Okay, ich habe was gefunden. Achso, ich kann... Oh. Let's go, Froschputz. Ich find sowas süß, ja? Vielleicht habe ich Spaß an dem Froschanzug. Also, ich habe 7000 Schritte. Ich habe 5 Schritte bis zum Klo und zurück. Und der Pepe. Die Messinako hat auf ihrem Discord-Server immer ganz viele süße Frösche. Ich muss da irgendwann mal Emote-Ideen klaumupsen. Ich meine, was? Ist eigentlich einer von den Mods wach für einen Werbeblock? Wie zum Beispiel Niersch, Udo, Messinako, Mobert. Sucht euch mal so 2, 3 Leute raus. Danke, Iki.
bringe in der Zwischenzeit meinen Froschanzug mal ins Bettchen. Es wird dunkel. Kinder müssen vor 19 Uhr im Bett sein. Wieso ist hier ein Gebiet abgegrenzt? Ich bin verwirrt. Was ist unter Kategorie? Okay. Ich kann zoomen. Die Tasten sind falsch rum. Das ist quasi invertiertes Zoom. Das ist okay. Passt schon. Ich bin noch ein wenig ignoriert. Ja, ich bin ignoriert. Verwirrt bin ich. Das ist fast das gleiche Wort. Folgt gerne mal den Leuten. Ihr kennt die üblichen Verdächtigen ja auch. Einfach mal Nick64 Shoutout. Let's go. Den gucke ich ja auch seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr gerne. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber ich gucke ihn sehr, sehr gerne. Das weiß Bayern auch. Sonst hätte ich ihn jetzt gebonkt. Also es ist ein größerer Streamer. Also mit größer meine ich auch größer als Pappnase. Der hat, glaube ich, ein paar hundert Zuschauer immer oder tausend. Muss ich jetzt nachgucken. Was machst du oft bei meinen Hühnern? Das sind meine Hühner. Hütchen! 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 Hallo! Na? Oh, guck mal da. Einfach mal einen Screenshot machen. Ja, hast du jetzt Eier oder nicht, Fräulein? Du hast da ein Ei auf dem Kopf. Ich dachte, das Ei kommt woanders raus. Also. Ich bin ja kein Bauernkind. Ich habe ein paar Jahre auf dem Land gelebt. Aber ich dachte immer, Hühner... Ja, okay, lassen wir das. So. Wir gehen jetzt mal ins Bettchen, wie sich das für einen jungen Mann in unserem Alter gehört. Wir sind ja laut Größe des Shiba Inu ungefähr 5 Jahre alt. Oh, okay. Ich habe... Kiste. Okay, das hört sich schon mal gut an. Hühnchen hat Hunger. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dir machen soll. Kann ich vielleicht mit dem Hühnerstall interagieren? Lasst mich das mal kurz rausfinden. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich mal ein Kritikpunkt ohne Keck wäre wirklich, dass die Tutorials von dem Spiel ein bisschen lasch sind. Du bräuchtest quasi einen Dulli neben dir, der sich ein bisschen auskennt. Das ist nicht das. Was wir aber noch. Was ich gerne noch machen würde. Das Gemüse, das wäre natürlich eine Idee. Ich will gerade mal zum Hund gehen. Und mit Hundi ein bisschen. Hundi! Hundi, Hund! Guck mal hier! Bam! Ja, fein! Ein Fein bist du! Ein Fein... Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Die Stufe des Hundes ist gestiegen. Das hört sich gut an. Es ist wahrscheinlich so, du spielst das 5 Stunden lang, eierst ein bisschen rum, hast keine Ahnung, was du tust. Und dann, weißt du, wo quasi, wie, was, wann, wo Sache ist. Vielleicht sagt auch Großmutter, ich kann Sitzstangen am Stall aufstellen und Eier sammeln. Ich brauche Heubretter und dann geht das. Oh Gott, die Werkbank. Ja, die habe ich irgendwo hingeschmissen. Und dann probieren wir nachher das mit dem Gemüse. Vielleicht sollte man auch die Leute anquatschen und dann kriegt man die Quests. Ich meine, sehr oft ist es ja so, dass Farming-Spiele, ohne das jetzt werten zu meinen, relativ simpel sind so. Wo ist das Ding? Ist das hier der Sägetisch? Nee, ich brauche eine Werkbank oder Sägetisch. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden so? Ich glaube, ich will das Ding hier. Okay, wir brauchen Heu.
Heu ist nicht das hier. Kitty hat Unfug gefunden. Kann ich das irgendwie verarbeiten? Nee. Das wollte ich nicht. Das sind ja Heuballen, ne? Es muss ja irgendwo die Möglichkeit für mich geben, an Heu zu kommen. Zum Beispiel durch. Das ist, glaube ich, eher Gras gewesen, ne? Gras und Seefeder. Stock. Wo kriegt man denn so normalerweise Heu her? Kenn mich aus. Steht hier für Alpakas! Oh, wir brauchen Alpakas! Ich mag Alpakas. Kühe? Es sieht echt nach Harvest Moon aus. Die haben sich da inspirieren lassen. Enten? Ziegen? Das wäre was für Udo. Pferdchen? Schweinis? Schaf? Okay, also so das Übliche. Getrocknetes Gras. Also. Schauen wir einfach mal. Wir werden schon irgendwas finden, ha? Huh? Das könnte natürlich Heu sein, was da liegt. Pass mal auf. Vogelknöterich, nehme ich. Bist du Heu? Ich habe Heu gefunden. Okay, perfekt. Ich nehme einfach mal mit, ne? Ich packe das mal in meine Tasche. Ich hab's gefunden. So. Dann haben wir jetzt drei Hühnerstangen. Und orientieren uns, wo unser Hühnerstall war. Stellen fest, dass Kitty keinen Orientierungssinn hat. Und suchen den Hühnerstall. Sehr gut. Ich war das nicht, das war schon so. Ich habe da was umgeschmissen. Hä? War hier nicht um die Ecke mein Hühnerstall? Ja, ich kann gerade nicht gießen. Ich muss mich um meine Hühner kümmern, okay? Da ist der Hühnerstall. Nehmen wir doch den da. Bis wir den anderen gefunden haben. Vielleicht habe ich ein bisschen viel gemopst vom Heu. Das ist okay. Sammle drei Eier. Das kriege ich hin. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Wo ist meine Gießkanne? Ich nehme mal kurz meine Gießkanne mit. Das Wichtigste ist unser Froschanzug. Ja. Hat's geschmeckt, Schminku? Ich hoffe doch. Oh, das wollte ich nicht. Was war das nochmal? Pizza, ne? Oh, meine Nase, Junge. Ich habe heute eine Allergietablette genommen. Das sieht nach gegossen aus. Weiß es nicht. Nein, das sieht nicht nach gegossen aus. Bam. So gieße ich auch immer. Sie sind das für eine Gießkanne-Animation, okay? Warum sind wir jetzt Zelda? Na, weil wir die Gans verprügeln wollen, haben wir uns ein Schwert geholt, Schminku. Die Gans war nämlich ganz schön gemein. Ah, ha. Ich finde alleine raus. Und wir haben Doggo-Schminku, das ist das Wichtigste. Hä, wieso ist die Gießkanne? Hä? Habe ich die nur kurz aufgefüllt? Okay. Okay. Einen ziemlich großen Shiba Inu. Gib mir dein Ei, du olle Potzer. War das nicht? Wollt mal kurz kecken, okay.
Entschuldigung. Drehen Sie. Entschuldigung. Entschuldigung. Bleib stehen, ich will mich bei dir entschuldigen. Entschuldigung, Hühnchen, okay? Entschuldigung. Kann mich bitte jemand hauen? Danke. Ich will Enten haben. Kitty haut auf die Hühner ein. Das ist eine alte Zelda-Mechanik, Schminko. Jetzt wollte ich schon Hühner zu dir sagen. Und zwar, als Zelda-Spieler, wenn man zu viele Hühner haut, dann fallen die Hühner ja über dich her und hauen dir alle auf den Kopf. Und deswegen willst du dich in jedem Spiel an den Hühnern immer rächen. Ja? Das ist wissenschaftlich erwiesen. Ja. Was ich auch probieren könnte mit den... Wobei, ich glaube, die Hühner haben jetzt Essen. Ich bin noch ein wenig verwirrt. Also... Ich glaube, das fanden die Hühner nicht so gut. Ich guck gerade mal, wie es mit dem Spielstand aussieht. Wenn es jetzt keinen Quicksave gibt, dann spielen wir halt ein bisschen früher Roots of Parcha, ganz einfach. Okay. Freut ihr euch denn alle schon aufs Wochenende? Ich meine, jeder normale Mensch, also zumindest die Menschen, die montags bis freitags arbeiten, freuen sich aufs Wochenende. Sagen wir es mal so. 19.03 Uhr. Oh Gott. Das klingt nicht gut. Ich würde sagen, wir nutzen das und erkunden noch mal ein bisschen die Karte und dann wechseln wir. Das wäre so mein Take. Samstag wird toll. Ja, Samstag gibt es ja Sushi, ne? Blame Hühner. Ich habe gerade echt Pech, so, ne? Ja gut, ich hätte öfter... Okay, gut. Öfter speichern ist notiert. Dann würde ich gerne noch mal kurz eine Erkundungstour einschieben. Meine Tendenz wäre, dass wir eher bei Stardew Valley bleiben. Was stalkst du mich? Kann man dir irgendwie helfen? Aber ich muss sagen, würde man jetzt mal ein bisschen was an Abwechslung wollen? Es ist kein schlechtes Spiel. So, das will ich gar nicht sagen. Story of Seasons, Friends of Mineral Town hat mir ja auch Spaß gemacht. Das Problem an Farming-Spielen ist nur, dass du selbst wenn du okay bist, hast du diese kilometerhohe Differenz zur Qualität von Stardew Valley. Das Spiel ist vollkommen in Ordnung. Klar, es gibt ein paar Sachen, die mich stören. Zum Beispiel, dass ich bei manchen Sachen einfach nicht sofort weiß, was ich machen muss. Vielleicht bin ich auch einfach dumm. Aber ansonsten finde ich es halt schon relativ süß. Klar, man muss auf Farming-Spiele stehen. Breaking News. Das ist vielleicht nicht für jeden was. Aber ich sehe definitiv, wenn mir jemand sagt, Everdream Valley ist nicht so verkehrt. Es ist okay. Und Stardew Valley gibt es nicht in 3D. Ja? Was habe ich da gerade reingekickt? Nee, warte, das ist kein... Das ist ein Froggo! Froggos! Das ist halt mein Hot Take. Du musst dich halt mit Stardew Valley messen. Das ist Landschaftsschminko. Du bist quasi in der Farm plus Umgebung. Das mit der Ausdauer ist wahrscheinlich ein Ding. Das wird... So kenne ich das aus solchen Spielen. Wird wahrscheinlich mit der Zeit besser. Also ich hab halt auch ein bisschen... Ich weiß nicht, wie viel er jetzt... Oh Gott! Runde 2, Geist. Runde 2. Komm her, du olle Sau. Bam, 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 bam. Oh, okay. Gut funktioniert das.
Bam, 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 bam. Ihr blöden Potsäue. Bam, 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 bam. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Tschüss. Torgeil, Fass. Oder ist das Garfield? Nee, das ist Garfield. Garfield, Fass. Und Factory. Habe ich ewig nicht mehr gespielt. Schwimmen. Zuletzt auf dem DS, glaube ich. Aber ich muss sagen, Roots of Parcha gefällt mir da sehr, sehr gut. Genau, was ich eigentlich sagen wollte, ich weiß jetzt nicht, wie weit Herr Okami gespielt hatte. Bei dem hatte ich die Tage das Spiel auch mal gesehen. Es hat schon was. Also es ist schon ganz witzig. Und wie gesagt, Stardew Valley gibt es halt nicht in 3D. Aber mein Take wäre jetzt so nach einem Stündchen, nach einer Stunde auf zwei hat man eigentlich quasi ein gutes Gefühl. Ja, sagen wir zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden hat man ein ganz gutes Gefühl für ein Spiel entwickelt. Ob dich das jetzt hookt oder nicht. Ich finde es jetzt nicht furchtbar abstoßend. POE, Schminke, please. Path of Exile ist ein anderes Farbe, ja, okay. Hallo, na, wie geht's dir? Dankeschön für 6 Monate. Dankeschön. Dieser Ort hat Potenzial. Mit ein wenig Mühe könnte er wunderschön sein. Da gehört kein Komma hin. Klugscheißer Kitty. Ich wollte es mir mal überlegen. Also, wie gesagt, mein Tag wäre eher so in Richtung Stardew Valley. Aber ich finde es ganz schön, wenn wir hier auf dem Kanal schon so unsere Stardew Valley-Suchtphasen haben, dass wir auch mal in andere Farming-Spiele reingucken. Deswegen haben wir hier eine Mühle, die mich gerade voll unterbricht. Lange gearbeitet und sehe ich ein Frog-Kostüm. Ja, auf Arbeit würde ich manchmal auch gern Frog-Kostüm tragen, Melva. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne zu Roots of Parcha wechseln. Und vielleicht auch nochmal mit Herr Okami ein bisschen über das Spiel schnacken. Ah, das wollte ich nicht. Nein! Ah! Ich tue schon wieder Dinge. So.